Mein Name ist Christopher Lewis, ich bin Künstler und widme mich der Wiederverwendung von schönen alten Materialien. Eigentlich ganz schön schrottig. Ziemlich kaputt. Also die meisten Schreiner würden wahrscheinlich nichts mehr draus machen wollen. Es wäre denen zu viel Arbeit. Aber ich glaube, ich versuche mal ein bisschen was. Das Teil hat viel erlebt und es zeigt seine Spuren. Das reizt mich daran. Ich sehe gerne mehr Altes, Bestehendes mit Geschichte in dieser Welt als noch mehr Plastik. Und deswegen widme ich mich diesen Materialien, die mich irgendwie faszinieren. Die Garagentore habe ich mit ein paar anderen sehr interessanten Materialien wie Industriefenstern und Aufzug aus einem alten ADAC-Werkstatt stammen die. Und sind ungefähr 60 Jahre alt. Und die Garagentore sahen schlimm aus, gar nicht mehr schön. Die wären natürlich auf dem Müll gelandet. Die Tore mussten entlackt werden. Und dann wurde es mit Holzschutz noch behandelt. Ja, also die quasi alles Ausbau, Wiedereinbau und so, dass sie auch noch mal die nächsten 50 Jahre halten. Es ist schon so ein Automatismus, Dinge, die nicht mehr funktionieren, wegzuschmeißen. Aber sie lassen sich ja auch oft sehr leicht reparieren. Und die Wegwerfgesellschaft ist einfach eine faule Gesellschaft, die sich nicht mit Dingen auseinandersetzen möchte. Wir leben ja in einer Welt, in der jetzt schon vieles nachgemacht wird, auf alt gemacht, shabby schick. Ich finde das absurd. Und wir sollten einfach so viel wie möglich, was wir heute haben, und was Altes und was Echtes, aufheben und was draus machen. Musik